Hallo, hallo und willkommen bei den iPad Teacher Trainings. Ich freue mich wieder über alle von euch, die live dabei sind. Ich möchte euch wieder erinnern, nutzt die Gelegenheit, wenn ihr eingeloggt seid bei YouTube, dann könnt ihr im Chatbereich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Ideen habt, die jederzeit schreiben und ich kann dann noch während der Sendung darauf eingehen. Ich habe heute bei der Übertragung eine kleine Änderung technischer Hinsicht gemacht. Es wird direkt aus dem Safari-Browser gestreamt. Es könnte sein, dass dadurch die Auflösung des YouTube-Videos nicht ganz so schön ist wie sonst. Daher noch einmal die Erinnerung, auch alle IP-Teacher-Trainings werden aufgenommen von mir und ich stelle sie meistens so 1 bis 2 Stunden nach dem Livestream dann in der Originalauflösung, und das ist eine Full-HD-Auflösung, auf YouTube. Das heißt, die aufgenommenen passen dann auf jeden Fall, die sind dann auf jeden Fall in der vollen Auflösung. Ja, damit zu den heutigen Thema, Thema Nummer 1. Ich habe das genannt Klimazonen, Augmented Reality, Klimadiagramme. Also im Prinzip ist das etwas, was ich schon lange gemacht habe, nämlich mit den Schülerinnen und Schülern Klimadiagramme im Geografieunterricht auf den iPads gezeichnet. Was neu dazu gekommen ist, ist jetzt die Möglichkeit, daraus dann eine Augmented Reality Anwendung zu machen. Und diejenigen von euch, die das letzte iPad-Teacher-Training gesehen haben, da habe ich ja vorgestellt die App AR Maker. Ich hatte vorgestern in London die Gelegenheit, auch mit den Entwicklern von AR Maker zu arbeiten. Sie haben übrigens versichert, dass diese Arbeit an AR Maker noch nicht abgeschlossen ist, dass sie noch viele neue Ideen haben, was sie hier implementieren werden. Und ich freue mich schon, was da auf uns zukommt. Und eben auch dieses heutige Thema Klimadiagramme im Geografieunterricht möchte ich ganz gerne mit Hilfe des AR-Makers nachher, die Vorarbeit basiert in Numbers, umsetzen. Die zweite Sache, die ich in dem Zusammenhang erwähnen möchte, bei uns in Österreich ist ja seit dem heurigen Schuljahr ein neues verpflichtendes Fach digitale Grundbildung eingeführt worden in der Sekundarstufe 1. Viele Schulen haben dafür keinen eigenen Stunde im Stundentafel freigemacht, sondern führen diese digitale Grundbildung integrativ im Rahmen der verschiedenen Fachunterrichte durch. Und das heutige Beispiel ist ein Beispiel, wie ich zum Beispiel im Geografieunterricht Inhalte der digitalen Grundbildung, nämlich wie man Diagramme erstellt und dann entsprechend auch aufbereitet umsetzen kann. Das heißt, ich kann hier einerseits inhaltlich im Geografieunterricht arbeiten und gleichzeitig eine der Kompetenzen, die in der digitalen Grundbildung gefördert sind, schulen mit den Schülerinnen und den Schülern. Vorarbeit dazu, ich könnte jetzt entweder komplett bei Null beginnen, aber ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, das ist manchmal ganz praktisch, wenn ich als Lehrerin oder Lehrer ein bisschen was vorbereite. Die Zeit in der Stunde, wenn es so die normale 15-Minuten-Stunde ist, reicht oft nicht aus, um ein Projekt komplett von Anfang bis zum Beginn durchzuziehen. Und deswegen, und das würde ich auch in diesem Fall vorschlagen, habe ich für die Schülerinnen und Schüler hier bei einer Keynote, ein Numbers-Blatt ist es, bereits ein bisschen etwas vorbereitet. Aber dazu blenden wir gleich einmal das iPad ein, damit wir es dann entsprechend auch verfügen. Ich muss nur schauen, ob die Auflösung schon passt. Oh ja, müsste passen. Ja, ist vollständig zu sehen, bis in alle Ecken. Ich habe wie immer hier unseren Zoom-Controller hier eingeschaltet, den ich wie einen Zeiger verwenden kann, denn in der Aufnahme sieht man meistens nicht sehr gut, worauf ich ihn eigentlich mit dem Finger hintappe, und daher zeige ich das euch immer noch zusätzlich mit dem Zoom-Controller. Wir beginnen also in der App Numbers. Ich öffne jetzt hier mal die App Numbers und da habe ich, wie gesagt, etwas vorbereitet. Es öffnet sich eh gleich hier ein Blatt, das habe ich genannt Klimadiagramme Österreich. Was finden die Schüler hier vor? Die Schüler finden im unteren Bereich eine Tabelle vor. In dieser Tabelle sollen sie eintragen die Temperaturwerte der Klimatabelle für in dem Fall Wien. Es gibt darüber eine Grafik, die automatisch dann aufgrund der Werte, die hier unten sind, ein Klimadiagramm erzeugt. Und hier auf der rechten Seite habe ich einfach die Figur eines Fotoapparates eingefügt. Und meine Schülerinnen und Schüler wissen das, wann immer dort ein derartiges Symbol ist, ist gemeint, dass hier ein entsprechendes Bild eingesetzt werden muss. Und dieses Beispiel Klimadiagramm ist wieder ein schönes Beispiel, wie ich Multitasking
einsetzen kann. Und zwar kann ich mir jetzt hier den Safari-Browser als kleines Fenster hier rechts oben gleichzeitig hineinziehen, denn die Werte, die wir hier brauchen, die holen wir uns am besten aus dem Internet. Auf Wikipedia-Seite ist eigentlich zu allen größeren Städten im Bereich Geografie, Klima sind Tabellen, die ich hier verwenden kann. Ich muss natürlich dazu sagen, es gibt natürlich auch jede Menge fertige Klimadiagramme, aber meistens schauen die je nach Land unterschiedlich aus und sind deswegen für uns weniger gut geeignet. Das heißt, ich mache jetzt einmal Folgendes, ich hole mir hier unten in der Dock heraus und ziehe mir dann den Safari-Browser hier nach rechts. In dem Fall ist da schon eine Seite offen, die brauchen wir jetzt nicht, die schließen wir und ich wechsle jetzt direkt in die Wikipedia-Seite wikipedia.org und dort kann ich mir unter Suche einfach Wien heraussuchen und dann bekomme ich den Artikel über Wien. Nachteil von diesem relativ kleinen Fenster, das ich jetzt hier rechts habe, ist, dass ich relativ weit scrollen muss, bis ich zu den Klimadaten komme. Ich könnte es mir natürlich auch vorher groß machen, könnte das zuerst einmal suchen und ziehe mir es dann aus. Aber jetzt haben wir schon, jetzt haben wir hier den Auswahlpunkt Geografie und in diesem Auswahlpunkt Geografie kommt am Ende dieses Textes dann auch Klima vor. Ist wirklich einiges, was wir da in die Höhe scrollen müssen, bis wir rankommen. So, da haben wir es aber jetzt. Hier haben wir eine Klimatabelle für Wien. Und ihr seht, wir hätten jetzt hier unten schon ein Diagramm, aber in diesem Diagramm werden zum Beispiel nur die Niederschlagsmengen eingezeichnet. Und ich möchte aber so ein klassisches Klimadiagramm, wo Niederschlagsmengen und Temperatur im selben Diagramm drinnen sind. Ich habe hier übrigens in dieser Seite auch eine Spalte, wo die Temperatur berechnet wird. Da ist eine einfache Formel drinnen. Ich zeige euch das, nämlich die Formel Mittelwert B3, B4. Das habe ich deswegen gemacht, weil in manchen Klimatabellen ist diese mittlere Temperatur drinnen. Manchmal hat man aber nur die maximale und minimale Temperatur und deswegen lassen wir es uns gleich vom Computer ausrechnen. Wobei das, glaube ich, stimmt nicht ganz. Bei diesen Temperaturmitteln nimmt man einfach nicht nur den Mittelwert der höchsten und der tiefsten Temperatur. Möglicherweise ist es das geometrische Mittel, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. So, und diese Temperaturen, die können wir jetzt hinübernehmen. Ein findiger Schüler könnte jetzt hier die Temperaturen einfach kopieren und dann die volle Reihe einfügen. Das ist aber nicht ganz immer einfach. Ich habe es also schon mehrmals erlebt, dass das mit dem Kopieren und Einsetzen dann nicht ganz so funktioniert hat. Und ich möchte daher eigentlich lieber, dass es die Schüler eintippen. Aber auch das ist nicht so aufwendig, weil ich sehe da oben den Wert. Das heißt, ich habe jetzt hier mal, nehmen wir den Jänner her, 3,8 und im Februar 6,1. Und dann nehmen wir uns den minimalen Temperaturwert auch gleich ein. Da haben wir minus 0,8 und 0,3. Ich mache jetzt nicht alle Monate, das ist nicht notwendig. Und was ihr seht, hier im oberen Bereich ist, dass ihr sofort beginnt, hier die Temperaturkurve zu zeichnen. Hier oben in dem Diagramm ist es so eingestellt, dass er die Daten hier von unten nimmt. Wenn ich dieses Diagramm nicht fertig habe, dann würde ich jetzt einfach hier die gesamten Werte markieren und würde dann das Diagramm einfügen, dann würde mir anhand dieser Werte ein Diagramm einfügen. Man muss es nur ein bisschen formatieren, ich zeige das dann nachher, damit es dann so ausschaut, wie wir Klimadiagramme gewohnt sind. So, und dann nehmen wir auch die Niederschlagswerte, da haben wir 21,3 und 29,3, die tippen wir auch da ein. 29,3. Und dann seht ihr, wenn wir da hinaufblenden, werden auch die Niederschlagsbalken hier entsprechend angepasst. Das Klimadiagramm geht bei uns jetzt, was die Temperatur betrifft, in einen eher unrealistischen Bereich bis zu 70 Grad. Das ist deswegen, weil ich darauf geachtet habe, dass, und das ist meistens in den Klimadiagrammen, die Niederschlagswelle in Millimetern immer entspricht der Hälfte in Temperatur. Und da es jetzt nicht bei Wien, aber wie in Klagenfurt, glaube ich, war es, einen relativ hohen Niederschlagswert hat, musste ich bei der Niederschlagsseite bis auf 140 mm gehen. Ich könnte natürlich den Maßstab je nach Stadt anpassen. Was mir aber dann nicht so gefällt, ist, wenn wir dann die Übung nachher machen, wo wir es auf Augmented Reality in Wien in Österreich ablegen, dann schauen die Maßstäbe ansonsten unterschiedlich aus und ich möchte, dass man auf einen Blick wirklich die Werte vergleichen kann und da macht es mehr Sinn, dann wenn die Maßstäbe übereinstimmen.
Ich zeige euch dann, wie das fertig ausschaut, wenn man es komplett ausfüllt, möchte aber zuerst hier auf diesen Bereich mit dem Foto jetzt hingehen. In dem Fall ist die Kamera, die ich hier eingefügt habe, kein Platzhalter. Ich kann da jetzt nicht drauf tippen und automatisch ein Foto einfügen, sondern, und das wissen die Schülerinnen und Schüler, das ist einfach so gemeint, dass ich das Foto über dieses Symbol drüber hinweglege. Platzhalter wären auch eine Möglichkeit, ist aber gar nicht hier notwendig. Das heißt, was ich brauche, ist ein Bild von Wien. Nun, wir haben ja hier jetzt gerade den Wikipedia-Artikel drinnen gehabt. Da werden wahrscheinlich auch genügend Bilder drinnen sein. Aber, und das habe ich ja schon oft gezeigt, wir wollen, was das Urheberrecht betrifft, auf der sicheren Seite sein. Und deswegen greife ich jetzt nicht auf die Wikipedia-Fotos zu, sondern nehme mir wieder einmal die Pixabay-Seite. Die habe ich ja schon sehr oft vorgestellt. Pixabay.com. Und in Pixabay kann ich ebenfalls suchen nach Wien. Gehen wir auf Suchen. Und bei Pixabay, noch einmal zur Erinnerung, muss man aufpassen, die erste Zeile, das sind immer kommerzielle Bilder, in dem Fall von der Shutterstock-Seite, die dürft ihr nicht so ohne weiteres verwenden, weil die sind urheberrechtlich geschützt. Man müsste bezahlen zum Teil auch dafür. Aber alles, was dann weiter darunter kommt, ist ohne weiteres zu verwenden. Ich nehme vielleicht jetzt, schauen wir, ob wir irgendwas haben vom Stephansdom. Da haben wir ein sehr schönes Bild vom Stephansdom, den wähle ich jetzt hier mal aus. Ja, und dann seht ihr übrigens eh auch auf der rechten Seite noch einmal der Hinweis, Pixabay Lizenz, freie kommerzielle Nutzung, kein Bildnachweis nötig. Ihr wisst wahrscheinlich, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ich dieses Bild einfüge. Eine Möglichkeit wäre, ich bleibe mit dem Finger ein bisschen länger oben. Dann kommt irgendwann eine Sprechblase. Übrigens, diese Sprechblasen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber manchmal kommen die nicht auf den ersten Moment. Manchmal muss man an mehreren Stellen auf dem Bild tippen, aber irgendwann kommt dann diese Sprechblase. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wie immer, Bild sichern, dann wird es zu meinen Fotos hinzugefügt. Das wäre dann sinnvoll, wenn ich das Foto auch vielleicht noch für andere Projekte verwenden möchte. Wenn ich es nur einmal verwenden möchte, wäre es am leichtesten, ich tippe hier auf Kopieren, dann ist es in der Zwischenablage. Und wenn ich dann in das Numbers-Dokument zurückkehre, bleibe ich ein bisschen länger auf einem freien Platz mit dem Finger oben, habe dann die Möglichkeit einsetzen zu wählen und dann ist es dort. Und die dritte Variante natürlich, die so quasi modernste Variante, wäre, dass ich es per Drag-and-Drop hineinziehe. Das heißt, da nehme ich mir jetzt das Safari-Fenster wieder als zweites Fenster hier dazu. Das liegt natürlich jetzt dann links nicht so günstig. Da gehen wir auf die rechte Seite hinüber. Und jetzt kann ich einfach das Bild mit dem Finger nehmen. Man spürt dann eh, wenn es sich löst von der Seite. Das ist jetzt der Fall. Und dann ziehe ich es an die Stelle, wo ich es haben möchte und kann es verwenden. Es ist natürlich jetzt zu groß. Wir haben hier an den Ecken diese blauen Punkte, wo wir die Größe anpassen können, und an diesen blauen Punkten ziehe ich halt jetzt so lange an, bis das passt und bis das Bild dann entsprechend eingefügt ist. So könnte das dann fertig ausschauen. Ich habe das jetzt hier bereits vorbereitet bei Wien, da habe ich ein bisschen ein anderes Foto, das Schülerinnen und Schüler selber gemacht haben, eingefügt, und da seht ihr jetzt auch eben, wie das Klimadiagramm, wenn es dann fertig ist, ausschauen könnte. Wir haben unsere Temperaturkurve, ganz klar, und unsere Niederschlagskurve. Wie gesagt, wir könnten bei Wien, hoppala, bei Wien einen anderen Maßstab nehmen, weil eigentlich dieser Platz hier oben völlig unnötig ist. Ich wollte aber es vergleichbar haben mit Linz, Klagenfurt und Innsbruck, damit das Ganze dann auf einen Blick erkennbar ist, der Unterschied. Ich zeige es euch jetzt hier bei Klagenfurt, nein, ich glaube bei Innsbruck war es richtig. Innsbruck hat einen im Juli einen sehr hohen Niederschlagswert von 137 mm, und deswegen haben wir hier diesen hohen Maßstab mit 140 mm benötigt als Maximum, damit sich das überhaupt ausgeht bei diesem Beispiel. Ja, aufgefordert sind natürlich jetzt die Schüler, dass sie das bei allen den von mir vorgegebenen Hauptstädten auch durchführen. Zusätzlich sollen sie zum Hauptstadt auch noch die Seehöhe immer finden. Das ist so, wenn sie das hier unten in der Tabelle eintragen, dann wird dieser Titel hier in das Diagramm entsprechend mit übernommen. Seehöhe deswegen, weil es ja eines der Faktoren ist für das Klima, auf welcher Seehöhe eine Stadt liegt. Ja, wenn sie das fertig haben, dann habe ich das bisher einfach so gemacht, dass wir zum Beispiel dann daraus eine Keynote gemacht haben
und das präsentiert haben in Form von einer Keynote. Durch die letzte Stunde, durch die App AR Maker, habe ich mir überlegt gehabt, na, vielleicht können wir es vielleicht noch ein bisschen anders noch machen. Vielleicht können wir es stärker herstellen, den Zusammenhang des Klimadiagramms und des Ortes oder der Position in Österreich, wo eben genau dieses Klimadiagramm existiert. Denn diese vier Städte sind nicht zufällig ausgewählt, es sind Vertreter für die vier Klimazonen, die es in Österreich gibt. Und daher war mir auch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, wo welche dieser vier Klimazonen existiert. Dazu brauchen wir aber trotzdem erst einmal Bilder. Bilder hier zum Beispiel von unseren Klimadiagrammen. Nun, das ist eine einfache Aufgabe. Im Prinzip reicht es ja, wenn ich jetzt einen Screenshot mache. Ihr kennt das, Home-Button und ein Ausschaltknopf gleichzeitig drücken, mit Ausnahme beim iPad Pro, da ist es eine andere Kombination. Und dann blitzt der Bildschirm einmal so kurz auf. Das Bild landet unten in der Ecke und da kann ich es, wenn ich es möchte, es sofort in die Hand nehmen. In meinem Fall sehe ich jetzt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Hier ist dieser Zoom-Controller mitten in dem Bild. Daher werde ich es ein zweites Mal machen. Wenn ich auf Fertig gehe, kann ich auch hier auswählen, wieder Bildschirmfoto löschen. Dann machen wir es beim nächsten Mal besser. Da ziehe ich den Zoom-Controller weg, damit er nicht im Bild ist. Dann machen wir unseren Screenshot noch einmal. Und der Vorteil ist, wenn ich jetzt gleich drauf tippe, ist, dass ich sofort Werkzeuge zum Bearbeiten dieses Bildes bekomme. Dieselben Werkzeuge würde ich auch bekommen, wenn ich warte, bis es bei meinen Fotos abgespeichert ist und dort auf Bearbeiten gehe. Da kann ich dann sowohl die Größe zurechtschneiden, als auch wenn ich unten auf Mehr gehe, habe ich die Möglichkeit, Markierungen einzuschalten. Aber am schnellsten geht es, wenn ich mir es sofort nehme. Und das, was wir jetzt hier machen, wir wollen eigentlich ja nur das Klimadiagramm, mehr brauchen wir nicht. Das heißt, ich werde es einmal so zurechtschneiden, dass ausschließlich das Klimadiagramm hier auf dem Bild ist. Das mache ich, da gehen wir jetzt auf Fertig und mache das in Fotos sichern, wählen wir hier aus, dann habe ich es bei meinen Fotos. Ich habe das im Vorfeld schon vorbereitet und habe mal von allen, das können wir nicht hin, sondern hier sind wir daheim, habe von allen Klimadiagrammen, die wir jetzt gemacht haben, einmal Screenshots gemacht und die eingefügt, aber ich, vor allem, wenn Sie hier schaut, bei mir schauen sie ein bisschen anders schon aus. Ich habe sie nämlich ein bisschen aufbereitet bereits für die App AR Maker. Außerdem habe ich mir ein Bild von Österreich heruntergeladen und ich habe geachtet beim Herunterladen dieses Bildes, dass es ein transparentes Bild ist. Transparentes Bild bedeutet, dass, wenn wir das einmal kurz hierher nehmen, im Moment seht ihr es in der Projektion, dass eigentlich da im Original sieht man, ist eigentlich ein weißer Rand, ist aber ein transparentes Bild und das seht ihr gleich, dass es in der bei euch in der Projektion schwarz ist, der Rand. Das heißt, der Rand ist in Wirklichkeit überhaupt nicht vorhanden. Und wenn ich jetzt dieses Bild nachher mit AR Maker hinlege, dann sieht man keinen weißen Rahmen und keine weiße Fläche rundherum, sondern tatsächlich nur die Konturen von Österreich, was schöner ausschaut. Trotzdem muss ich es, wie gesagt, für den AR Maker ein bisschen vorbereiten. Und zwar aus einem folgenden Grund. Wenn ihr euch an die letzte Stunde beim AR Maker erinnert, ich kann, wenn ich neue Objekte voreinfüge, dann bekomme ich ein Gitter und dieses Gitter ist quadratisch. Wenn ich jetzt ein rechteckiges Bild dort einfüge, dann vergrößert er es so weit, dass das möglichst den maximalen Platz von diesem Quadrat einnimmt und das bedeutet, dass er Teile von diesem Bild abschneidet. Ich danke da auch dem Hinweis in den Kommentaren von Klaus Zanetti, der mich auch darauf hingewiesen hat. Und daher müssen wir eine Vorarbeit tätigen. Und diese Vorarbeit kann man wunderschön in Keynote tätigen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier raus und wechsle stattdessen in die App Keynote. Ich beginne jetzt einmal nur am Anfang, um es euch zu zeigen, eine komplett neue, leere Keynote hier mit Plus. Und ihr wisst, ihr habt da oben, wenn ihr eine neue Keynote habt, zur Auswahl Standard und Breitbild. Standard wäre dieses 4:3 Format, das das iPad selber am Bildschirm hat. Breitbild wäre das 16:9 Format. Das ist toll, wenn ihr eine Präsentation haltet und ihr habt einen Beamer, der 16:9 im 16:9 Format projiziert, dann könnt ihr das voll ausnutzen. Für uns ist jetzt völlig wurscht, welches wir nehmen, weil beide sind eigentlich nicht wirklich brauchbar, weil wir brauchen ja ein quadratisches Bild. Aber, und das möchte ich euch zeigen, es gibt sehr wohl die Möglichkeit, dieses Format von der Keynote-Präsentation noch anzupassen. Nur ist es ein bisschen versteckt. Ich muss einmal eine Variante auswählen. Wie gesagt, ich habe da jetzt, glaube ich, Breitbild gewählt. Und dann kann ich aber, wenn ich hier auf den Befehl Mehr, das sind immer diese drei Punkte, gehe,
habe ich ein bisschen weiter unten den Auswahlpunkt Dokument Konfiguration. Und in diesem Punkt Dokument Konfiguration habt ihr hier unten zwei Auswahlmöglichkeiten, Themen, damit könntet ihr im Nachhinein noch das Thema, ihr habt ja am Anfang die Möglichkeit, ein Thema auszuwählen und hier kann ich es, nachdem ich es ausgewählt habe, noch einmal verändern. Und das ist für uns aber wichtig, das zweite, Foliengröße. Und wenn ich auf Foliengröße gehe, seht ihr, habe ich hier wesentlich mehr Auswahlmöglichkeiten. Da habe ich nicht nur Breitbild, nicht nur Standard 4:3 und Breitbild 16:9, sondern da könnte ich Hochformatik 3:4 machen und unter anderem quadratisch. Und quadratisch ist perfekt derzeit, vielleicht wird das in einer zukünftigen Version von AR Maker ohnehin noch gelöst, das Problem. Aber im Moment ist quadratisch hervorragend geeignet, um unser Problem mit den oft nicht perfekt eingepassten Objekten zu lösen. Das heißt, in unserem Fall würde ich jetzt hier eine quadratische Seite erzeugen. Gehe mal hier auf Fertig. Die Rahmen hier brauchen wir nicht, die können wir löschen, weil wir wollen ja nur etwas einfügen. Und da könnte ich jetzt Österreich, dieses Bild, was ich hier gehabt habe, einfügen. Ja, das ja eigentlich Querformatik ist. Und wenn ich aber dann in Keynote das Bild exportiere, wird auf jeden Fall ein quadratisches Bild daraus, weil ja die Vorlage von Keynote quadratisch ist. Was muss man jetzt noch machen? Im Moment haben wir einen weißen Hintergrund. Damit hätten wir erst wieder, wenn wir das Bild exportieren, diesen großen weißen Rahmen. Das Letzte, was man noch macht, ist, man geht hier mit den, Entschuldigung, nenne ich die drei Punkte, sondern wir gehen hier auf den Pinsel, solange wir nichts ausgewählt haben. Und da seht ihr, Hintergrund ist derzeit auf weiß. Und dann nehmen wir bei Hintergrund ohne, dann erscheint der schlicht und einfach schwarz. Und das bedeutet nachher, wenn ich jetzt irgendetwas hier erzeuge, ein Objekt, und dieses Objekt exportiere, dann ist es ein transparenter Hintergrund. Er macht mir zwar ein quadratisches Bild, aber mit einem transparenten Hintergrund. Ja, was wollen wir jetzt exportieren? Also zum einen mal diese Österreich. Und dann habe ich mir gedacht, statt dass wir jetzt einfach mit Plus, das könnten wir natürlich machen, wir könnten jetzt auf unser eben gemachten Screenshot zugreifen, hier haben wir ihn, und könnten einfach nur den Screenshot hineinstellen. Und ich habe mir gedacht, naja, das ist dann immer so eine Sache, man weiß eigentlich nicht bei AR Maker, auf welchen genauen Punkt dieses Bild hinzeigt. Und deswegen ist es toll, wenn ich da unten jetzt irgendwie noch einen Pfeil oder ähnliches mache. Und ihr wisst, ich habe ja bei den Objekten hier einen Pfeil. Geht einmal hier zurück, ich habe da einen Pfeil bei den einzufügenden Objekten. Der gehört jetzt noch gedreht, das kann man machen, dazu macht man am besten ein bisschen größer. Und wenn man ihn dann mit zwei Fingern anfängt, können wir ihn schön nach unten drehen. Und jetzt tun wir diesen Pfeil uns darunter geben. Und wenn wir jetzt dann nachher dieses Bild exportieren, dann wird es bestehen aus dem Klimadiagramm und darunter einen Pfeil. Und den Pfeil können wir dann so einstellen, dass er genau dorthin zeigt, wo der Punkt ist, also in dem Fall die Stadt Wien eben liegt. Was man noch zusätzlich machen kann, ihr seht, Wien ist hier relativ klein geschrieben und ich habe mir gedacht, okay, dann fügen wir vielleicht noch drüber etwas ein, wo wir ein bisschen größer den Namen jeweils der Stadt hinschreiben, also zum Beispiel hier, wenn ich da zweimal drauf tippe, kann ich was eintippen, zum Beispiel Wien, die Schrift wird man wahrscheinlich mit dem Pinsel noch etwas größer machen, damit das Ganze ein bisschen was gleich schaut. Hoppala, nochmal weiter zurück, das blenden wir uns aus, dann kommen wir besser zu dem Plus. Ja, wir können einfach draufbleiben, dann ist es entsprechend größer. Ja, so Größe 60 müsste dann für alle Bundesländer reichen. Und wenn ich das jetzt das Bild exportiere, sieht man in Wirklichkeit nur das Feld mit Wien. Dann sehen wir das Feld mit dem Klimadiagramm und den Pfeil. Alles, was ihr jetzt hier als schwarz seht, wird nachher transparent, das heißt durchsichtig, ist nicht vorhanden. Was heißt jetzt überhaupt exportieren? Dazu müssen wir hier auf die drei Punkte gehen, dann gehen wir auf Exportieren, wählen hier aus Bilder und jetzt ist noch etwas Wichtiges, bei mir ist es eh schon vorausgewählt, aber normalerweise ist vorausgewählt JPEG. Bei JPEG gibt es überhaupt keine transparenten Bilder. Wenn ich möchte, dass der Rahmen transparent ist, muss ich unbedingt hier auf dieses PNG-Format umschalten. Ich kann zusätzlich hier oben auch noch entscheiden, wie viele Folien ich erzeugen möchte. In meinem Fall habe ich hier nur eine einzige, da brauche ich auf keinen Fall was ändern. Und wenn ich jetzt dann das ausgewählt habe und auf Exportieren gehe, kann ich hier auswählen Bild sichern, was in dem Fall am geschicktesten ist, dann ist es einmal bei meinen Fotos abgespeichert. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, ich zeige euch das, wie es dann fertig ausschaut.
damit wir jetzt nicht so lange brauchen. Hier habe ich es genannt, Klimadiagramme Österreich. Da habe ich zum einen einmal ein Bild von Österreich in einer physischen Karte eingefügt. Die verwenden wir zuerst einmal, um sie auf den Tisch zu legen. Und dann habe ich ein bisschen andere Farben gewählt als vorhin, habe ich von eben diesen vier Klimadiagrammen diese Bilder gemacht. Das muss jetzt bitte nicht passieren. Wenn ihr sagt, ihr habt wenig Zeit im Unterricht und wollt es vor allem trotzdem unbedingt in einer Stunde erledigen, dann lasst das mit dem Pfeil und mit dem Wien. Dann fügt einfach nur die Bilder ein. Ja? Aber es kann einen Vorteil haben, wir jetzt vielleicht noch andere Situationen haben, wo ich etwas genau markieren muss. Und da ist es toll, wenn ich dann diesen Pfeil habe. Denn dann kann ich es wirklich so hinschieben, dass der Pfeil genau dann auf jenen Punkt zeigt, den ich einfach damit ausdrücken möchte. Ja. Das war es jetzt einmal an Vorarbeiten. Sobald ich das gemacht habe, kann ich jetzt endlich in die App AR Maker wechseln. Suchen wir es uns einmal da, AR Maker. Ihr habt das ja in dem letzten iPad Teacher Training bereits kennengelernt. Die öffne ich jetzt. Und übrigens, ich habe es eh gesagt, aha, müssen wir umdrehen, so können wir. Ja. Beim AR Maker ist wie gesagt erst in der Entwicklung. Und es gibt zum Beispiel derzeit keine Möglichkeit, dass ich mir Elemente, die ich schon mir vorbereitet habe, um in die Ebene reinzulegen, wieder löschen, sondern die bleiben dann erhalten und irgendwann einmal wird diese Liste sehr, sehr lange. Einziges, was man derzeit machen kann, ist einfach einmal deinstallieren die App und wieder neu installieren, dann wird sie komplett zurückgesetzt und dann sind solche Dinge weg. Ja, die Einführung brauchen wir jetzt nicht, da gehen wir rechts unten auf Skip. Dann braucht er, weil ich es ja neu installiert habe, fragt er wieder, ob er auf die Kamera zugreifen darf. Gehen wir auf OK. Und dann habe ich euch eben letzten Mal gesagt, achtet bitte, mit welchem Untergrund ihr arbeitet. Ich habe jetzt hier diese weiße Fläche, die noch dazu glänzend ist, diese Schreibtischfläche. Da tut er sich wahnsinnig schwer, die Ebene findet er nicht. Am besten geht irgendeine strukturierte Oberfläche. Also zum Beispiel die Schülertische gehen sehr gut, weil die meistens ja entweder eine holzartige Maserierung auf der Oberfläche haben oder irgendwie auf jeden Fall mit irgendwie gesprenkelt sind oder so oder von den Schülern angemalt sind. Auch dann geht es schon besser, weil auch dann findet ihr es leichter. Ja? Damit ihr jetzt das ein bisschen besser seht, werde ich dieses iPad in den Vollbild schalten, weil ich außerdem so und so mich jetzt umdrehen muss und ihr höchstens meinen Rücken sehen würdet. Ich mache das jetzt einmal auf die volle Größe. Hören tut ihr mich aber weiterhin, das funktioniert. Und jetzt tippe ich auf Create Your Own Scene und einmal auf Start. Und dann passiert das, jetzt sucht er mal einen Untergrund. Und wie gesagt, ich habe euch das vorhin eh schon gezeigt, diese Oberfläche zum Beispiel von diesem kleinen Klapptisch da von IKEA, die ist sehr gut geeignet dafür. Und sobald ich sie so habe, wie ich sie haben möchte, dann tippe ich einmal auf den Bildschirm und dann habe ich dort dann meine Oberfläche. Und auf diese Oberfläche kann ich jetzt Dinge platzieren. Ihr seht jetzt, bei mir ist die Liste hier links wieder voll, komplett leer. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn ihr die zurücksetzen möchtet, dann müsst ihr derzeit einfach die App deinstallieren und wieder neu installieren, weil es geht derzeit nicht, dass ich hier einfach irgendwelche Elemente lösche. Ich gehe da jetzt einmal auf New. Dann habt ihr die Möglichkeit, entweder auf einer Ebene Kugel, Kegel, nicht Kegel, Zylinder, Würfel oder Kegel zu arbeiten. In unserem Fall geht es jetzt um eine Ebene. Und das Erste, was wir jetzt uns auswählen, ist unser Relief von Österreich. Hier kann ich auf die Fotos mit diesem Knopf, hier mit diesem Folderknopf zugreifen. Beim ersten Mal fragt er mich natürlich, ob er zugreifen darf. Und da wähle ich jetzt dieses Bild von Österreich aus. Und ihr seht das jetzt schon beim Einfügen, der weiße Rand fehlt hier, weil, wie gesagt, das war ein transparentes Bild. Ich könnte es jetzt noch zurechtschneiden oder hier mit dem Haken einfach bestätigen. Dann ist es gespeichert. Jetzt habe ich es hier auf der linken Seite zur Auswahl und kann es hier auf den Tisch drauflegen. Wenn ich es auswähle, kann es sein, dass es zuerst einmal vertikal hinlegt, das heißt nach oben zu. In meinem Fall ist es eh schon horizontal. Ich kann aber durch Wischen mit dem Finger zwischen, jetzt sieht man es, jetzt wäre es vertikal. Und ein zweites Mal wischen mit den Fingern, also wieder raufwischen und es ist horizontal. Und das tue ich mir jetzt einmal so weit vergrößern, dass das hier ausreichend den Platz einnimmt, den ich halt haben möchte und drücke auf Place. So, und jetzt habe ich einmal hier
Österreich liegen. Und jetzt seht ihr auch, warum ich das wollte, dass der Rand transparent ist. Es schaut dann einfach ein bisschen besser, finde ich, aus, weil man nur die Konturen von Österreich sieht und nicht mehr den weißen Rand rundherum. Naja, und jetzt können wir anfangen mit unseren ersten Klimadiagrammen. Ich gehe da jetzt wieder auf New, gehe wieder auf den Folder und wähle mal das Klimadiagramm von Wien aus. Hier oben haben wir es. Und auch da seht ihr jetzt gleich beim Einfügen, das rundherum ist alles schwarz, weil transparent. Jetzt gehen wir wieder aufs Hackerl. Er hat es eingefügt und damit steht es jetzt hier links zur Verfügung. Und ich wähle es aus und das ist natürlich jetzt auch zuerst horizontal. Einmal wischen mit dem Finger und es ist vertikal. Es ist auch etwas zu groß und jetzt kann ich mit dem Finger beginnen, also einfach dorthin, also einmal mir zu überlegen, wie groß mache ich es, dass wir auch wirklich für alle Klimadiagramme einen Platz haben, aber auch nicht zu klein, dass ich nur ein bisschen was erkenne und dann bewege ich es hin auf den Platz von Wien und drücke Place und schon ist dieses erste Klimadiagramm einmal dort platziert und vorhanden. Naja, das wiederholen wir jetzt mit den anderen Bundesländern. Ich wähle jetzt hier dann einmal aus Linz. Dann richte ich mir, ja nein, wir kriegen es eh gleich, dann kann ich es gleich einmal platzieren. Die Größe übernimmt er, glaube ich, einfach so, wie er das letzte gemacht hat. Das heißt, es passt ganz günstig. Dann gehen wir da hier zu Linz und platzieren es gleich einmal. Haben Linz untergebracht. Holen wir uns noch die zwei anderen, damit es eine Vollständigkeit hat. Klagenfurt und fügen wir Klagenfurt ein. So. Können natürlich das jederzeit auch drehen, einfach indem ich mich mit dem iPad in entsprechende Richtung bewege. So, Klagenfurt haben wir sie richtig platziert. Dann nehmen wir mit New noch unser Innsbruck her, geben Hackerl und auf OK und platzieren als letztes auch noch Innsbruck. Ja, hierher. So, ich hoffe, ich habe jetzt in meiner Eile da nichts falsch gemacht, aber es dürfte stimmen. Und wir haben jetzt hier. Und das, glaube ich, ist der eigentliche Vorteil, jetzt, wenn man es auf die Art und Weise macht. Wir haben also nicht nur die Klimadiagramme untergebracht, sondern die Schülerinnen und Schüler haben auch wirklich sich damit beschäftigt, wo befinden sich jetzt diese Klimazonen, weil sie sich genau damit auseinandersetzen mussten, wo liegen eigentlich die Städte. Wenn ich das jetzt fertig habe, kann ich hier links oben auf diesen Pfeil kleinen Trippen, dann verschwinden einmal die Kontrollen zum Einfügen und jetzt könnte ich zum einen einmal ein Foto machen, dazu habe ich rechts die Fotoapparat-Taste. Ja, ich könnte es natürlich auch mit Screenshot lösen, aber so ist es irgendwie eleganter. Das kann ich von verschiedensten Richtungen machen, je nachdem, was ich halt bewirken möchte, vielleicht auch ein bisschen von weiter oben. Und dann aber, das habe ich euch ja auch letztes Mal schon gezeigt, habe ich hier auf der rechten Seite eine Videoaufnahmefunktion. Dabei wird sowohl Video als auch Ton aufgenommen. Und ich würde jetzt unbedingt dann in der Situation natürlich die Schülerinnen und Schüler noch anleiten, dass sie jetzt ein Video aufnehmen sollen, wo sie die einzelnen Klimadiagramme kurz beschreiben sollen, dazu sagen sollen, um welche Klimazone es sich handelt, wodurch sich diese Klimazone auszeichnet. Entweder man sagt, okay, es macht also jeder Schüler nur oder jede Schülergruppe nur einen dieser vier Städte, oder ich gebe, was wahrscheinlich gescheiter ist, den Schülergruppen vier von diesen Städten auf. Ich würde es nicht als Einzelarbeit machen, sondern ich würde es eigentlich empfehlen, als Partnerarbeit oder vielleicht sogar in einer Dreiergruppe zu machen. Dann wird es wahrscheinlich besser gehen, weil sich die Schülerinnen und Schüler ein bisschen gegenseitig assistieren können, vor allem dann bei der Aufnahme. Und dann, wie ich sehe, mit den drei Knöpfen da oben kann ich gehen auf Save und kann ihm einen Titel geben. In meinem Fall nenne ich das jetzt Klimazonen oder eigentlich sind im Moment nur die Klimadiagramme drinnen. Aber ihr wisst, ich wollte ja eigentlich auf dieses Thema Klimazonen hin, gehe hier auf Done und speichere diese Szene. Dann habe ich sie bei meinen fertigen Szenen. Ich kann jetzt hier rausgehen, kann auch komplett die App wieder beenden, indem ich hier auf Quit gehe. Es ist ja gespeichert und ich habe es jetzt können wir rausgehen, dann rechts hier bei My Saved Scenes dort. Und wenn ich es dort auswähle, lade, dann kann ich es jederzeit, wenn er den entsprechenden Platz wieder findet, ja, was er eigentlich sollte, wieder hinlegen. Und ihr seht, das passt, er hat es genau
an die richtige Stelle wieder hingelegt und alle Objekte, die ich eingefügt habe, sind natürlich ebenfalls noch hier auf der linken Seite vorhanden. Wobei die bleiben, auch wenn ich jetzt ein neues Projekt erstelle, bleiben mir diese fünf, aber das ist das, was ich immer am Anfang gemeint habe. Damit kann es aber natürlich auch mit der Zeit ein bisschen unübersichtlich werden. Ja, ich hoffe, ihr habt bei dem Beispiel wieder so eine Idee bekommen, wie man die App AR Maker einsetzen könnte. Es geht uns natürlich immer um die Frage, wie kann das iPad beim Lernen unterstützen. Es geht uns nicht darum, dass wir jetzt hier irgendeinen Show-Effekt erzielen, sondern der Einsatz von AR Maker ist natürlich dann sinnvoll, wenn ich mir davon verspreche, dass das Lernen der Schülerinnen und Schüler intensiver stattfindet, dass die Auseinandersetzung mit einem Thema intensiver stattfindet. In dem Fall kommen zusätzlich Kompetenzen auch noch dazu. Es kommt eine gewisse Menge an Kreativität hinzu. Ich würde nämlich den Schülerinnen und Schülern jetzt nicht so genau vorgeben, wie ich es jetzt euch gezeigt habe, wie sie dann tatsächlich die Bilder zum Beispiel oder diese Symbole des Klimadiagramms machen. Da sollen die Schülerinnen und Schüler das selber machen. Ich habe es schon erlebt, dass sie Sprechblasen, es gibt ja das Sprechblasenwerkzeug gemacht haben, das Bild als Hintergrund verwendet haben und die Spitze der Sprechblase dann einfach verwendet haben, damit es an die richtige Stelle zeigt. Und das Zweite, wie gesagt, was ich euch auch aus der aus dem letzten Teacher-Training heraus zeigen wollte, ist, wie man verhindert, dass irgendwelche Objekte ausgeschnitten werden, wie man erreicht, dass die Objekte wirklich quadratisch sind, weil derzeit ist es eben so, dass das mit AR-Maker am besten funktioniert. Ja, damit sind wir am Ende dieses ersten Themas angelangt und kommen zum zweiten Thema. Zweites Thema, Fernsteuerung, Mac, Linux, Windows am iPad. Es gibt, erstens mal, dieses Thema richtet sich jetzt wahrscheinlich mehr an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, für euch einfach in der Arbeit mit dem iPad, natürlich auch was Schule betrifft, wie ihr eventuell die Situation, dass ihr beruflich aus irgendwelchen Gründen auch andere Systeme verwenden müsst, das lösen könnt und trotzdem das iPad dafür einsetzen könnt. Dazu muss man erst einmal wissen, das geht nicht ganz ohne Vorarbeit. Ich kann mit dem iPad auf Windows, Linux oder Mac zugreifen, aber es müssen diese drei Computer vorher für die Fernsteuerung vorbereitet werden. Und dazu möchte ich euch kurz einblenden, welche Systeme, was das Fernsteuerung betrifft, es am Markt gibt. Im Prinzip gibt es von diesen Fernwartungssoftwaren einmal jetzt da diese ersten ober dem Linien zwei Systeme, das VNC, das sehr verbreitet ist, Virtual Network Computing wird also auf jeden Fall bei macOS verwendet, bei Linux verwendet und es ist zwar jetzt hier Windows noch nicht aufgeführt, aber es gibt auch fürs Windows VNC Server. Bei Windows allerdings eher üblich ist das RDP, Remote Desktop Protocol, ein Protokoll von Windows selber oder von Microsoft selber, das zur Steuerung von Windows verwenden kann. Und dann gibt es noch Software von Drittherstellern, proprietäre Software. Ihr habt sicherlich schon einmal von dem TeamViewer gehört. Das ist eine Software, die kann ich auf einem Computer installieren, um ihn dann fernzusteuern. Vorteil von TeamViewer gegenüber diesen ersten zwei Lösungen, VNC und RDP, ist erstens einmal, dass die Einrichtung von TeamViewer ganz einfach ist und auch für einen Laien durchführbar ist. TeamViewer ist, wenn ich es nur für private Zwecke und nicht für kommerzielle Zwecke verwende, auch kostenlos. Und das dritte ist, TeamViewer funktioniert eigentlich ziemlich immer, auch wenn Netzwerke irgendwie abgeschottet nach außen sind, funktioniert es. Das Einzige, ich brauche natürlich Installationsrechte, damit ich TeamViewer installiere. Der letzte, vierte Variante, auch das ist eine Möglichkeit, wie ich mit dem iPad auf etwas zugreife. Vielleicht verwendet man entweder in eurer Schule oder von eurem Schulerhalter überhaupt eine Desktop-Virtualisierung. Da gibt es welche von Citrix oder VMware. Bei uns in Wien ist es zum Beispiel so, dass jeder Lehrer einen virtuellen Desktop erhält mit einem Zugangsdaten. Der wird von der Firma Citrix zur Verfügung gestellt wird, von der Stadt Wien, aber dahinter steckt eine Lösung von Citrix. Und wenn man das hat, kann man problemlos vom iPad aus auf seinen virtuellen Desktop zugreifen. Und wie das genau geht, dazu wechsle ich jetzt einmal das iPad, denn das hier ist also ein iPad der sechsten Generation. Siebte gibt es noch nicht, sechsten Generation.
beim iPad, das ich hier habe, das ist ein iPad Pro, gibt es die Hülle von Apple mit der Tastatur. Das ist zwar nicht zwingend notwendig. Es gibt Tastaturen für jede Art von iPad, beziehungsweise umgekehrt muss man sogar sagen, bitte jede Bluetooth-Tastatur lässt sich mit dem iPad verbinden und verwenden. Diese Hülle hier von Apple selber, sie ist relativ teuer, muss ich allerdings auch dazu sagen, die gibt es eben nur für die Pro, für die iPad Pros, für diese Serie. Sie hat allerdings den Vorteil, dass sie, ich glaube, man sieht es, wenn man da so durchschaut, hauchdünn ist. Das heißt, sie trägt überhaupt nicht aus. Das ist der Grund, warum ich eigentlich bei meinem iPad immer die Hülle dabei habe mit der Tastatur, weil sie einfach nicht dicker ist als eine normale Hülle und manchmal Vorteile bringt. Das zweite, wo ihr wahrscheinlich etwas überrascht sein werdet, ist, dass auf dem Foto, das ich als Vorschau verwendet habe, für dieses iPad Teacher Training auch abgebildet ist eine Maus. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Maus habe ich nur hingelegt, damit es eben so richtig nach einem Computer ausschaut. Dem ist nicht so. Es gibt unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, dass ich dann auch wirklich eine Maus verwende, um mein macOS, mein Linux oder mein Windows auf dem Rechner zu steuern. Da geht allerdings nicht jede Maus, sondern im Prinzip gibt es zwei Mäuse, die das unterstützen. Die eine ist von der Firma Citrix. Deswegen, weil Citrix eben unter anderem diese Software für den virtuellen Desktop hat. Und deswegen haben sie auch eine Maus gemacht. Und die funktioniert aber nicht nur mit Citrix, sondern die funktioniert auch mit dieser Steuersoftware, die ich euch nachher zeigen möchte und verschiedenen anderen. Eine, ja, die ist nicht ganz billig. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere, aber die Maus kostet 60 Euro und 60 Euro ist für eine Maus relativ viel, weil Mäuse gibt es viel, viel billiger. Aber leider, man kommt nicht daran hinweg. Das wäre die eine Variante von Citrix. Ich habe sie übrigens in unserem Blogbeitrag unten verlinkt. Die zweite Maus, die geht, ist dieses putzige Ding, vielleicht nur vom Größenvergleich her. Das ist die normale Maus und das ist diese kleine Maus hier, die heißt, da muss ich jetzt nachschauen, SwiftPoint. SwiftPoint hat einen Design Award bei, glaube ich, einer der CES-Messen, die da Consumer Electronics Show oder so, gewonnen. Ist winzig klein, funktioniert auch mit sehr, sehr vieler Software, nicht aber zum Beispiel mit der Software Citrix. Das heißt, für mich ist das Problem, ich muss für meinen virtuellen Arbeitsplatz Citrix verwenden und zumindest zum jetzigen Standpunkt funktioniert da diese kleine Maus, diese SwiftPoint nicht. Sie hat einen Design Award bekommen. Ich würde euch aber trotzdem vorschlagen, wenn ihr sie kaufen wollt, probiert sie vorher aus. Ich weiß nicht, man muss sie ganz anders halten, als man gewohnt ist. Viele sagen, es ist ganz, ganz toll. Ich bin halt einfach vielleicht eine normale Maus gewohnt und tue mir mit der ein bisschen schwerer, muss man selber wissen. Sie hat allerdings noch einen Nachteil gegenüber eben der normalen Maus. Sie kostet noch einmal deutlich mehr. Diese SwiftPoint-Maus, zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt, befindet sich finanziell jenseits der 100 Euro und ist ein bisschen eine sehr hohe Investition dafür, wenn ich sie also nicht vielleicht womöglich täglich verwende. Wobei, diese Maus funktioniert auch mit dem normalen Windows-Rechner. Das heißt, da könnt ihr sie natürlich dann auch nicht nur mit iPad verwenden, sondern auch mit euren Laptops verwenden. Und klein ist sie, also zum Mitnehmen ist das ganz, ganz toll. So winzig das halt ist. Gut, aber ich werde es euch jetzt einmal hier mit dieser Maus hier zeigen. Es tut mir leid, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt durch den aufgeklappten Bildschirm selber auf dem Bildschirm nicht sehen, aber das ist ja kein Problem. Ich blende ihn euch wieder ein, den Bildschirm. Ich muss nur ganz kurz das vorbereiten, dass die Auflösung für das iPad Pro dann passt und dann verbinden, tun wir es wieder reinfügen, das ist einmal jetzt hier, Apple TV, und jetzt verbinden wir uns aber mit diesem Gerät hier. So, passt, das ist jetzt das iPad Pro hier. Und bei diesem iPad Pro habe ich jetzt als Beispiel, aber das ist wirklich nur eines von vielen Beispielen, ich zeige euch jetzt, was mit diesem VNC, mit diesem ersten Protokoll möglich ist. Und ich habe mir dafür ausgewählt, diese App Remotix, ich vergrößere das kurz, dass man sie deutlicher hier sieht. Diese App Remotix, mit der habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie kostet ein bisschen was, sie ist nicht sehr teuer, aber sie ist auch nicht gratis. Ich habe Remotix deswegen lieber gehabt, als es gibt für dieses VNC-Protokoll auch gratis Apps, jede Menge sogar. Aber ich habe mit denen manchmal das Problem gehabt mit dem Zeichensatz. Das heißt, ihr wisst ja, wir haben im Deutschen manchmal ein Problem mit den Umlauten, mit scharfem S und so weiter. Und während dies bei dem Remotix, das ich euch jetzt hier zeige, nie irgendein Problem dargestellt hat, habe ich bei anderen Systemen immer wieder ein Problem gehabt. Ja? So, die Maus ist, glaube ich, noch nicht eingeschalten. Jetzt ist sie eingeschalten. Ihr müsst sie beim ersten Verwenden
verbinden. Es ist ein normales Bluetooth-Gerät und es wird wie jedes andere Bluetooth-Gerät hier einfach in den Einstellungen unter Bluetooth verbunden. Und ihr seht es jetzt bei mir unten, da steht Citrix X1 Maus und das ist eben die Maus, die ich jetzt gerade hier verbunden habe. Und dann wechsle ich in dieses Programm, mit dem ich die Steuerung durchführe, mit diesem Indesys Remotix. Und ihr seht, ich habe da jetzt vier Geräte, die ich immer wieder vom iPad aus steuere, die ich euch hier zeigen möchte. Und ich möchte vielleicht beginnen hier mit dem dritten, das ist ein Mac Mini. An diesem Mac Mini ist nicht einmal ein Bildschirm und eine Tastatur angeschlossen, weil dieser Mac Mini wird überhaupt von mir immer nur per VNC, bei diesem Remote-Zugriff, gesteuert. Und ihr seht, ich habe jetzt hier schon den, das mit dem iMessage lassen wir jetzt einmal, aber ich hoffe, man sieht es, ich habe da jetzt einen Mauszeiger und diesen Mauszeiger, ich bitte habe keine Hand auf der Tastatur, das tue ich jetzt wirklich hier, da gehen wir kurz auf später, das brauchen wir jetzt nicht hier, überspringen. Diesen Maus tue ich jetzt eben hier mit der Maus bedienen. Das ist jetzt da ein bisschen lästig, das Fenster, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ich will euch eigentlich eben nur zeigen, dass eine vollständige Steuerung über die Maus hier möglich ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier offen die App Apple Konfigurator. Das ist eine App, die man sehr oft verwenden kann. Ich habe es, glaube ich, schon einmal gezeigt. Man kann damit zum Beispiel Profile erzeugen, um Schriftarten zu installieren. Und das geht eben leider nur auf der App Konfigurator. Das kann ich am iPad nicht lösen. Und das ist zum Beispiel für mich ein Anwendungsfall, wo ich mit dem Mac hier arbeite. Oder auf diesem Mac läuft auch ein Server, ein sogenannter Caching-Server unter anderem und andere Dinge. Und mit diesem Server kann ich erreichen, dass einerseits Apps oder ähnliches, die im Netzwerk installiert werden, nur einmal aus dem Internet heruntergeladen werden und dann hier verteilt werden. Das geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber darum geht es mir nicht. Ich will ja eigentlich euch jetzt nur zeigen, dass ich jetzt hier ganz normal auf diesem Mac arbeiten kann. Ich kann also natürlich auch irgendwelche Apps öffnen. Ich öffne die Pages-Version am Mac, wobei dafür bräuchte ich den Mac nicht, weil Pages gibt es natürlich am iPad auch. Ja? Aber um euch das kurz zu zeigen und dann will ich schon lassen, weil es geht jetzt hier nicht um den Mac, sondern es geht um diese Virtualisierung, was damit alles möglich ist. Wenn es jetzt hier vielleicht länger dauert, dann deswegen, weil auf diesem Computer möglicherweise Pages noch nie geöffnet wurde, weil ich es auf dem auch nicht brauche. Ja, ihr seht es, ich kriege diesen Startbildschirm. Aber ihr seht, es funktioniert. Ich gehe da jetzt einmal raus und zeige euch die anderen beiden Systeme. Das letzte hier, das vierte, Raspberry Pi. Ich weiß nicht, ob ihr diese Computer kennt. Das sind diese kleinen Mikrocomputer, auf denen eine Linux-Distribution läuft. Wir haben sie früher in der Schule sehr, sehr viel eingesetzt. Ich habe eigentlich in jeder Klasse mehr Raspberries gehabt mit Bildschirmen. Sie haben nur jetzt durch den Einsatz der iPads ein bisschen an Bedeutung verloren. Aber ich zeige euch das. Ich starte jetzt hier den Raspberry Pi. Auch auf dem wurde eben VNC aktiviert. Ihr seht es beim Raspberry Pi ganz gut, weil da oben ist jetzt hier dieses VNC-Logo und er hat mich auch gewarnt, dass also hier ein Benutzer drauf zugreift. Und ich zeige es euch jetzt hier, das ist zum Beispiel bei Raspberry LibreOffice oben und ich kann jetzt hier zum Beispiel, oder ich zeige es hier einfach mit dem Menü, ich kann jetzt hier ins Menü vom Raspberry hineingehen und kann jederzeit den Raspberry steuern. Und im Prinzip arbeite ich jetzt so, als hätte ich vor mir einen Linux-Rechner. Das heißt, wann immer das eine wichtig ist und eine Rolle spielt, dann kann ich das auf die Art und Weise machen. Ja? Zum Beispiel haben wir noch in der Schule Lego Vido der ersten Generation. Das sind diese Lego-Roboter und die haben einen USB-Anschluss. Die lassen sich noch nicht über Bluetooth steuern. Und USB-Anschluss, das geht halt mit dem iPad nicht, weil selbst mit Adapter funktioniert es nicht. Und dafür haben wir ein paar Raspberry Pis. Da wird einfach der Lego Vido-Roboter an den Raspberry Pi angeschlossen und dann steuern wir über die iPads die Raspberry Pis und ersparen uns dann, dass wir zu jedem Raspberry Pi einen Bildschirm und eine Tastatur und so weiter besorgen. Beende das jetzt auch und zeige euch noch als letzte Variante einen Windows-Rechner hier. Das erste ist ein Windows-Rechner, auch an dem ist bei mir eigentlich gar keine Tastatur und keine Maus angeschlossen. Der wird ausschließlich von mir auf die Art und Weise gesteuert und das ist jetzt kein VNC-Protokoll, sondern das ist eben das Protokoll RDP, das ist von Windows Remote Desktop Protokoll. Wie man das auf den Geräten aktiviert, das würde also den Rahmen hier eines solchen Trainings sprengen. Da muss ich euch darauf vertrösten, dass ihr
entweder euch das selber die Informationen sucht oder im Internet einer der zahlreichen Artikel, die es dazu gibt, wählt. Bei Remote Desktop Protocol, bei Windows, soweit ich weiß, geht es nicht in allen Windows-Versionen, nämlich jetzt in nicht was 7, 10 und so weiter betrifft, sondern auch nicht in allen Windows 10-Versionen zum Beispiel. Aber ihr seht, ich kann jetzt darauf zugreifen, machen wir hier den Windows-Logo auf. So, da bin ich. Ja, und ihr seht da, es ist vielleicht nicht ganz flüssig, ihr habt gesehen, es braucht beim Aufbau ein bisschen, das ist logisch, weil wir ja über das WLAN zugreifen und das WLAN ist jetzt im Moment recht belastet, wir streamen ja dieses Video live ins Netz und so und es passieren auch ein paar andere Dinge parallel und deswegen kann das schon sein, dass das hier ein bisschen langsamer geht. Aber ihr könnt voll damit arbeiten und wenn ihr irgendeine Software habt, die ihr ausschließlich auf den Windows-Rechnern verwendet, bei uns war das bis vor kurzem zum Beispiel ASC Timetables, da war nur die Windows-Version für uns verfügbar, die Mac-Version war nicht freigeschalten. Und dann kann es sinnvoll sein, dass ich einen Windows-Rechner habe. Dieser Zugriff funktioniert nicht nur innerhalb des Netzes. Im Moment bin ich hier zu Hause, sondern ich kann auch von außen zugreifen. Ihr seht es hier in dem Menü. Ich habe hier intern und extern. Ich möchte das Externe nur nicht jetzt aufmachen, weil dann alle IP-Adressen, die damit verbunden sind, hier unten sichtbar ist. Und das ist nicht eigentlich Usus, dass man auf YouTube die aktuellen IP-Adressen alle zeigt. Wie gesagt, ist ein Plan B, wenn ich sage, okay, ich muss beruflich auf diese anderen Systeme auch zugreifen oder möchte auf diese anderen Systeme zugreifen, wenn es mir wert ist und ich die technischen Möglichkeiten habe, dann muss ich eben schauen, dass auf diesen Systemen entweder VNC oder RDP zum Beispiel aktiviert wird oder TeamViewer. TeamViewer ist ebenfalls eine App, die ich direkt hier verwenden kann. Ich habe sie zwar oben, nur im TeamViewer ist derzeit bei mir nichts drinnen. Hier wäre die TeamViewer-App. Auch die TeamViewer-App könnte ich dann entsprechend steuern mit der Maus. Und das wäre wahrscheinlich die Variante der Fernsteuerung, die am leichtesten einzurichten ist, weil es die Variante ist, bei der ich kaum technische Kenntnisse benötige, um es zu aktivieren. Da lade ich einfach den TeamViewer aus dem Internet runter, starte ihn und kann aber dann, wie gesagt, hier ebenfalls arbeiten. Beim TeamViewer allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, funktioniert wieder nicht die Citrix-Maus, sondern nur diese SwiftPoint-Maus. Ja? Das bin ich jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das noch aktuell ist. Es war zumindest vorher so. Vielleicht hat sich es auch ein bisschen mittlerweile geändert, aber das ist halt einfach der Nachteil, dass man manchmal zwei Systeme braucht, damit etwas funktioniert. Ja, ich hoffe auch bei diesem zweiten eher technischen Thema, das können wir wieder ausschalten, da gehen wir wieder zur Kamera zurück, war etwas dabei, was euch vielleicht weiterhelfen kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer bitte einfach in dem YouTube, auf der YouTube-Seite unten bei den Kommentaren oder auf der Blog-Seite entsprechend euch melden und dann kann ich euch das entsprechend noch zeigen. Wenn wir schon sind bei den Seiten, ihr kennt sie ja mittlerweile. Wir haben zwei Seiten, ipteachertraining.at ist die Blogseite, da sind die ganzen Artikel, da sind auch verlinkt die entsprechenden Apps, die ich verwende und irgendwelche Internetseiten, sofern sie eine Rolle spielen. Und natürlich unseren Kanal, youtube.com, ipteachertraining. Ich freue mich, es gibt immer mehr Abonnenten und ich rate euch auch, klickt auf das Abonnieren und wenn ihr daneben auch noch auf die Glocke fürs Benachrichten klickt, dann bekommt ihr automatisch eine Information, wenn ein neues Video erzeugt. Ja? Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mehr Abonnenten dabei sind. Ansonsten, wie immer, der Hinweis auf das nächste Training. Das nächste Training wird am 7. Februar stattfinden, also wieder heute in 14 Tagen. Normalerweise soll es eigentlich auch um 19 Uhr sein. Es könnte lediglich sein, weil es in den Weihnachtsferien, in den Semesterferien ist, dass ich vielleicht einen anderen Termin habe, sodass ich es entweder schon etwas früher machen muss oder etwas später. Aber ich werde es natürlich dann, wenn ich den Termin auf YouTube hineinstelle, da steht die Zeit dabei. Und wie immer könnt ihr natürlich im Nachhinein auch jederzeit darauf zugreifen. Was fürs nächste Mal ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist eines der beiden Themen und eines der beiden Themen wird das hier sein, vom BBC, der Microbit. Das ist so eine Plattform bei uns in Österreich, findet derzeit auch eine Piloten für mehrere Schulen statt. Das ist diese kleine Platine hier, ich nehme das kurz hinaus. Und diese kleine Platine kann ich wunderbar auch vom iPad aus programmieren. Es gibt eine eigene Software und ich möchte euch da zeigen, wie man
diese MicroBits mit dem iPad verbindet und wie man die BBC MicroBit App am iPad verwendet, um hier Programme zu schreiben, die den Schülern sicherlich sehr gut gefallen, weil immer dann, wenn es beim Coding sie etwas bewirken oder irgendwas haben, das man dann auch anfassen kann, anschauen kann, dann gefällt ihnen das noch viel mehr, als wenn sich einfach nur eine Katze über den Bildschirm am iPad bewegt. Ja, soweit war das alles für das heutige Training. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wie gesagt, wenn irgendwie Fragen gibt, meldet euch. Ansonsten sehen wir uns heute in 14 Tagen hoffentlich wieder beim nächsten iPad Teacher Training. Tschüss!